Salz, die erste Zutat eines langen Erfolgsrezepts der Salzburger Industrie. Die Erzbischöfe perfektionierten die Salzgewinnung und sicherten damit den Reichtum des Landes. Phasenweise wurden 2/3 der Landeseinkünfte durch den Salzverkauf erzielt. In Spitzenjahren wurden 30.000 Tonnen weißes Gold verarbeitet. Salzburg hat viele Bodenschätze gewonnen, so auch Kupfer, Silber und Gold. Doch das Land sollte über den Export seiner Rohstoffe hinauswachsen, hin zur Fertigung hochwertiger Güter. In der Nachkriegszeit wurde der Ruf nach einer starken Industrie laut. 1947 kam es zur Gründung der Industriellen Vereinigung in Salzburg. Die Globalisierung und der EU-Beitritt veränderten die wirtschaftlichen Spielregeln. Internationalität wird zum Erfolgsfaktor. Heute ist Salzburg nicht nur die Heimat Österreichs wertvollster Marke, Red Bull. Auch internationale Größen aus dem Ausland haben sich für Salzburg entschieden. So werden etwa Videospiele für Sonys PlayStation in Salzburg industriell gefertigt. Platz, Verkehrswege, Energie und Fachkräfte sind entscheidend für den Industriestandort. Doch eine letzte Zutat braucht es, um das Erfolgsrezept der Salzburger Industrie zu vollenden. Innovation. Salzburg ist heute als Tourismusland weltweit bekannt. Die etwa 8 Millionen Gäste pro Jahr sind der Treibstoff für den Wirtschaftsmotor Tourismus. Der prunkvolle und kunsthistorische Reichtum Salzburgs fußt aber auf einer uralten Industrie. Salz, das weiße Gold, war die wichtigste Einnahmequelle des Erzbistums Salzburg. Was schon die Kelten am Dürnberg begonnen, führten die Erzbischöfe schon im 12. Jahrhundert fort, mit steigender Effizienz. Das am Dürnberg gewonnene Salz wurde in den Sudpfannen Hallains gereinigt und veredelt. Leonhard von Keutschach befeuerte um 1500 die Salzproduktion ungemein, mit Folgen. Um den Energiebedarf zu decken, musste Holz im großen Stil herangeschafft werden, zum Beispiel aus dem waldreichen Lammertal. Als Transportweg für das Brennholz der Sudpfannen dienten Salzburgs Flüsse. Die Holztrift galt als eine der gefährlichsten Arbeiten im mittelalterlichen Salzburg. Doch nur so konnte der große Energiebedarf der Sudpfannen Halleins gedeckt werden. Da die Habsburger Halleiner Salz ablehnten, war Bayern das wichtigste Exportland für die Erzbischöfe. Die Transportroute Salzach vor Bayern-Laufen-Oberndorf war von größter Bedeutung. Der Reingewinn aus dem Salzwesen war um 1500 für Salzburg doppelt so hoch wie die Gewinne aus dem Edelmetallbergbau. Die Abneigung der Habsburger gegenüber Halleiner Salz sollte nicht enden. 1816 fällt Salzburg an Österreich. Dort war und blieb das Salzkammergut das Zentrum des weißen Goldes. 1989 sollte die Schichtglocke am Dürnberg zum letzten Mal läuten. Ein Gewerbe, das Salzburg definierte und das über 1200 Jahre lang Bestand hatte, erlosch. In Salzburg hat man im Laufe der Geschichte viele Rohstoffe abgebaut. Berühmt sind das Kupfer vom Mitterberg oder Tauerngold und Silber aus Bad Gastein. Mitte des 16. Jahrhunderts förderte die Gasteiner Bergordnung Rekordmengen und war im deutschsprachigen Raum führend im Bereich der Edelmetallgewinnung. Die auf dem Reißbrett entstandene Bergbauanlage in Böckstein ist heute noch ausgesprochen gut erhalten und industriehistorisch bedeutsam. Die goldene Ära des Rohstoffabbaus mag vorbei sein, doch es werden noch Schätze aus der Erde gewonnen. In Salzburg werden heute noch Sand, Kies, Gips, Diabas, Wolfram oder wie hier zu sehen Kalkstein abgebaut. Mit über 180 Jahren Geschichte gilt Leube als das älteste aktive Zementunternehmen der Welt, das immer noch im Besitz der Gründerfamilie ist. In Gartenau bei Hallein geschieht der Kalkabbau über Tage, denn so ist er deutlich effizienter.
Alte Stollen unter dem Berg zeugen aber noch von der Zeit des Untertagebergbaus, der 1850 am Gutratsberg begann. Das war der Stollen, aus dem der Transport des Steins raus funktioniert hat. Es hat natürlich auch Stollen gegeben ohne Eisenbahnschienen. Es war sehr viel manuelle Arbeit. Es musste auch jeder Stein in den Grubenhund eingeladen werden und man hat dann pro Grubenhund bezahlt bekommen. Und wir haben dann noch 100 Jahre lang unterirdisch abgebaut. Insgesamt haben wir hier 80 Kilometer Gänge und Kavernen. Ein Geheimnis für das lange Bestehen des Zementwerks liegt im Berg selbst begraben. Der Kalkstein ist hier nämlich mit einem idealen Anteil an Ton vermischt. Der abgebaute Kalkmergel ergibt nach dem Brennen und Mahlen den gewünschten Portlandzement. Gäbe es diesen Tonanteil nicht, müsste ihn Leube zukaufen. Nach etwa 100 Jahren ermöglichten moderne, schwere Maschinen den Obertagebau. Nur durch diese Abbaumethoden können in Gartenau allein eine 500.000 Tonnen Kalkstein im Jahr gewonnen werden. Durch einen hochmodernen Drehrohrofen kann Leube 700.000 Tonnen Zement im Jahr produzieren. Zement ist ein regionaler Rohstoff, auch aus einem wirtschaftlichen Grund. Ja, klar gibt es den Grund, es ist einfach so, auf einem LKW ist ein Warenwert von nicht mal 3.000 Euro drauf. Und mit 3.000 Euro Warenwert kann man nicht weit fahren. Es sind also die Frachtkosten, die uns begrenzen. Wir können aus diesen Gründen nicht weiter fahren als 150, maximal 200 Kilometer. Das Zementgeschäft ist eines, wo man sehr, sehr genau sein muss. Man muss schauen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, ganz genau auf die Kosten schauen. Und man muss auch versuchen, den Preis zu pflegen. Und wenn das gelingt, dann bleibt was über und das ist dann der Erfolg des Unternehmens. Irgendwann wird der Gutratsberg verschwunden sein. Daher setzt Leube schon jetzt auf einen zweiten Standort. Wir können hier noch etwa 120 bis 140 Jahre abbauen, dann sind wir eben mit der Königsache. Wir waren aber schon 200 Höhenmeter tiefer, dort unten ist auch Gestein vorhanden. Ja, wichtig ist, dass man Alternativen schafft, Möglichkeiten, dass man sich dann in 100 Jahren entscheidet, was tut man. Und wir haben ja in Golling ein großes Areal. Das halten wir grundsätzlich so frei, dass dieses Areal in großen Zeitabständen frei ist und bebaut werden kann. Doch ein bedeutender Rohstoff Salzburgs wächst nach. Vor allem ländliche Gemeinden wie Thomertal sind bei der Holzgewinnung bedeutend. Im Salzburger Innergebirg arbeiten 11% aller Erwerbstätigen in der Wertschöpfungskette Holz. Die Hälfte der Fläche Salzburgs ist Wald, etwa 74% davon werden bewirtschaftet. Salzburg zählt über 130 Holzindustriebetriebe, die im Schnitt etwa 70% ihrer Güter ins Ausland exportieren. Die Holzwirtschaft stützt damals wie heute vor allem die strukturschwächeren Regionen Salzburgs. Die große Vielfalt abgebauter Rohstoffe ist verloren gegangen. Salzburg kann am globalen Markt nicht mit Masse mithalten, aus mehreren Gründen. Unter dem Mitterberg schlummern immer noch 10 Millionen Tonnen des berühmten Kupfers. Doch die internationalen Kupferpreise zwangen den traditionsreichen Bergbau in Mühlbach am Hochkönig in den 70ern in die Knie. Anders verlief es etwas weiter nördlich. Das Eisenwerk Sulzer Werfen ist einer der traditionsreichsten Industriebetriebe Salzburgs. Bis 1961 wurden Erze aus eigenem Bergbau verarbeitet. Das Unternehmen wurde 1770 von Fürst Erzbischof Schrattenbach gegründet. Bis dahin war es notwendig, das Erz der Region noch flacher hinauszubringen zur weiteren Verarbeitung. Mit der Errichtung des sogenannten Blahhauses an der Einmündungsstelle hier, wo der Blühnbach in die Salzach mündet, war es dann möglich, das Erz regional zu verarbeiten. Und die damaligen Faktoren, warum hier überhaupt ein Werk steht, das ist ja für viele jetzt nicht mehr so einfach nachzuvollziehen, waren halt damals die Wasserkraft, die Salzach als Transportweg, aber auch natürlich zum Antrieb von den Maschinen, der Wald und damit ausreichende Holzvorkommen für die Braunkohlegestellung, dann die Erzvorkommen und natürlich die regionalen Arbeitskräfte, die man hier auch zur Verfügung hat.
Mit der Gewinnung von Rohstoffen hat man heute nichts mehr zu tun, denn in den 60ern waren die Erzvorkommen der Region erschöpft. Seither kauft das Eisenwerk Sulzer-Werfen die Rohstoffe zu. Heute ist das Eisenwerk ausschließlich auf die Herstellung eines hochspezifischen Produkts spezialisiert: Walzen. Diese stahlharten, millimetergenauen und bis zu 40 Tonnen schweren Giganten werden wiederum als Werkzeuge an andere Stahlindustriebetriebe weltweit verkauft. Die Walze erreicht ihre Härte und Widerstandskraft durch eine besondere Produktionstechnik. Seit 1971 werden die Walzen im Schleudergussverfahren produziert. Wir haben hier im Eisenwerk das sogenannte horizontale Schleudergussverfahren. Da wird eine Außenform in Rotation versetzt und im Rotationszyklus wird dann dieses flüssige Außenmaterial, der sogenannte Mantel, eingegossen. Und das dauert ungefähr 20 Minuten und wenn das soweit erstarrt ist, aber eigentlich noch glühend heiß ist, wird es von der Maschine genommen, wird es aufgestellt, auf vorbereitete Ober- und Unterteile gesetzt und dann statisch ausgegossen. Und das Wichtige ist, dass eine Verschmelzung stattfindet zwischen dem Außenguss, dem Mantel und dem Kerneisen. Nur wenn das wirklich zu 100% gelingt und hier keine Lunker oder sonstigen Fehler drinnen sind, dann ist die Walze soweit, dass sie auch den Anforderungen in den Stahlwerken dann standhält. Auch wenn der Rohstoff zugekauft werden muss, das Eisenwerk Sulzer-Werfen zeigt den erfolgreichen Wandel hin zur reinen Fertigung, die auch mit nur einem einzigen Produkt international erfolgreich sein kann. Diese Landkarte ist eine Abbildung der Industrie im Land Salzburg um 1937. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren 700 Betriebe mit 12.000 Beschäftigten am industriellen Wiederaufbau beteiligt. Der Ruf nach einer starken Industrie wurde laut. Am 12. März 1947 kam es am Mozartplatz 1 zur Gründung der Industriellen Vereinigung Salzburg mit ihrem ersten Präsidenten Rolf Weinberger. Heute klagen wir oftmals über Fachkräftemangel, die uns hindern, irgendwo in der Industrie voranzukommen. Früher war es einfach Lebensmittelknappheit. Die Leute haben zu wenig zu essen gehabt. Auch bei unserer Gründungsfeier war es so 1947 in Salzburg, dass man kein üppiges Buffet hatte, sondern dass der damalige Geschäftsführer nach der Sitzung geschaut hat, wo er noch Lebensmittel herbekommt. Gleich nach der Gründungsversammlung hat also der erste IV-Geschäftsführer Fritz Furtner den Bischofssaal verlassen, um das Mittagessen zu organisieren. Die Arbeiter in den Betrieben konnten vor Hunger ihre Arbeit kaum noch verrichten. Nirgendwo in Österreich war die Ernährungslage zu dieser Zeit so kritisch wie in Salzburg. Die Industrie erholte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Globalisierung setzte ein, welche zunehmend die wirtschaftlichen Spielregeln änderte. Internationalität wird zum Erfolgsfaktor und das wusste auch die Industriellenvereinigung Salzburg. 1986 wurde Alfons Schneider ihr Präsident, welcher sich intensiv für einen Vollbeitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft einsetzte. Sein Engagement verlieh Schneider sogar den inoffiziellen Beinamen Mr. EG. Gemeinsam ist besser als einsam. Ich glaube, dass dieser Slogan einiges bewegt hat. Immerhin ist ja der Beitritt mit 2/3 Mehrheit gelungen. Das hat ja vorher niemand geglaubt. Und die Skeptiker haben immer nur gesagt, ja, da werden wir nur zahlen und da werden wir nichts davon haben und die Konkurrenz wird viel größer und die Importe werden steigen und wir als kleine Österreicher werden auf der Nase liegen. Das war ein völliger Blödsinn, weil auch für uns hat sich ja ein viel größerer Markt eröffnet. Allein unser Inlandsmarkt, der damals 7 Millionen war, war in Deutschland 60 Millionen und wir mussten ja permanent mit allen anderen europäischen Betrieben konkurrieren. Die Schutzzölle konnten ja nicht auf Dauer aufrecht bleiben. Am 1. Jänner 1995 erfolgte schließlich der Beitritt Österreichs zur EU, dem zuvor 2/3 der Österreicher per Volksentscheid zustimmten. Internationalität war aber schon davor ein bedeutender Industriefaktor, für den Salzburg prädestiniert schien. 1986 war es gelungen, ein internationales Weltunternehmen von Salzburgs Qualitäten zu überzeugen. Der japanische Elektronikkonzern Sony siedelte sich in Anif an, auch dank Dirigent Herbert von Karajan.
Die Freundschaft von Herbert von Karajan mit Akio Morita, einem der Sonegründer, war sicherlich ausschlaggebend auch, um einmal Salzburg ins Rennen zu bringen. Ja? Natürlich, Salzburg hat seine Vorteile auch beweisen müssen, aber so ein Enabler, um ins Gespräch zu kommen, war sicherlich ganz, ganz ausschlaggebend. In Anif stand damit Europas erstes CD-Werk. Heute produziert Sony DADC am Standort in Thalgau. Jährlich laufen etwa 200 Millionen CDs, DVDs, Blu-rays, aber auch Spiele aus. Die Marke PlayStation ist Weltmarktführer im Bereich stationärer Videospiele, Heimkonsolen. Jede am europäischen und amerikanischen Markt erhältliche PlayStation-Disc kommt aus Thalgau. Salzburgs Lage im Herzen Europas ist für Sony DADC ein großer Vorteil, ebenso die Zugehörigkeit Österreichs zur EU. Ja, wir exportieren 99% unserer Produkte, großteils in Europa. Insofern ist eine grenzenlose EU ganz wichtig für unsere Produkte. Man sieht allein schon, was durch Brexit bedingt, den extra Aufwand, den man betreiben muss, um Produkte jetzt zum Beispiel in UK zu bringen. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Teil, in EU zu sein und natürlich auch der Fachkräfteaustausch. Ja, wir brauchen, die Salzburger Industrie braucht viele, viele Fachkräfte und dass wir einen freien Markt von Fachkräften haben, ist auch sehr, sehr ausschlaggebend für uns, dass wir Mitarbeiter an unseren Standort bringen können. Durch Sony und die PlayStation ist eine Marke internationaler Größe in Salzburg wirksam. Aber Salzburg ist auch Heimat einer der wertvollsten Marken der Welt. 1984 erwarb Dietrich Mateschitz die Rechte an einem thailändischen Energy Drink und machte ihn in Salzburg groß. Am 1. April 1987 kam der erste Red Bull Energy Drink auf den Markt. Produziert und abgefüllt werden die Energy Drinks zwar beim Abfüllpartner Rauch in Vorarlberg, doch der Firmensitz von Red Bull befindet sich in Fuschl. Beinahe 10 Milliarden Getränke verkaufte man im Jahr 2021. Red Bull hat sich seit der Gründung zur mit Abstand wertvollsten Marke Österreichs entwickelt. Salzburgs Internationalität und der EU-Beitritt förderten insgesamt die Wirtschaft. Aber es gab auch Verlierer. Seekirchen am Wallersee hatte einst eine florierende Mühlenwirtschaft. Die Siegelmühle ist eine der geschichtlich bedeutendsten Betriebe Salzburgs. Ein Schenkungsvertrag aus 697 lässt die Vermutung zu, dass sie gar dem heiligen Rupert gehört haben könnte. Ein Mühlengesetz sorgte noch im 20. Jahrhundert für eine dezentrale, ausfallsichere Mehlproduktion in Österreich. Der Fall dieses Mühlengesetzes war auch das Ende der profitablen Müllerei. Mit dem EU-Beitritt hat man dann klar gesagt, die Zeit ist vorbei. Es herrscht der Wettbewerb, wir brauchen auch nicht geregelte Märkte, so wie es in vielen Bereichen nicht mehr der Fall ist. Wir brauchen einen freien Markt, auch mit Privatisierungen von Staatsbetrieben und so weiter. Und dort hat man das Mühlenkontingent abgeschafft. Und dann war auf die Stunde die Möglichkeit, dass jeder malt wie für wie. Und der starke Wettbewerb, der innerhalb kürzester Zeit eingesetzt hat, weil jeder versucht hat, dass er mehr malt, der hat dazu geführt, dass erstens einmal auf der Stelle der Preis verfallen ist. Und das Zweite, dass sie die Strukturen bereinigt haben. Wir haben früher an dem Bach, am Mühlenbach, 7 Mühlen gehabt, hintereinander, ohne dass dazwischen ein anderes Haus war. Heute gibt es in ganz Salzburg nur 7 Mühlen. An dem erkennt man, dass extrem hart der Wettbewerb ist und auch Strukturbereinigung mit Verdrängungswettbewerb, wie in vielen anderen Branchen auch, aktiv ist. Ja. Die Siegelmühle hat sich angepasst. Heute produziert sie ein umfangreiches Tierfuttersortiment. Die alten Mühlen sind aber noch betriebsfähig und erinnern an ein fast ausgestorbenes Salzburger Gewerbe. Die Märkte sind ständigen Veränderungen unterworfen, auch der Automobilsektor. Die Elektromobilität stellt auch die Porsche Holding auf die Probe. Mit der Moon City hat Porsche ein Kompetenzzentrum für die E-Mobilität gegründet, um den Umstieg zu forcieren.
MUN hat die Aufgabe hier, erst einmal die Leute zu informieren, aber vor allem auch die Privatkunden und die Firmen mit entsprechenden Services für Ladeinfrastruktur, also für Photovoltaik, für Charging, für Wallboxen und so weiter, hier zu sensibilisieren und sie einmal in das Thema näher zu bringen. Man glaubt es kaum, doch die Technologie hinter der E-Mobilität ist schon fast so alt wie Porsche selbst. Dieses Schmuckstück versetzte im Jahr 1900 die Pariser Weltausstellung in Staunen. Der Lohner Porsche verwendete einen elektrischen Radnabenmotor und war das erste Hybridauto der Welt. Die Tochter von Ferdinand Porsche, Luise, wird Porsche in Salzburg groß machen. 1949 entsteht in der Alpenstraße der neue Firmensitz der Porsche Konstruktionen GmbH unter der Geschäftsführung von Anton Piech, der nur wenig später überraschend verstarb. Luise Piech übernahm die Führung von Porsche Salzburg und legte in den kommenden 20 Jahren den Grundstein für eines der größten internationalen Automobilvertriebsorganisationen der Welt. 1974 wird die Porsche Holding gegründet. 2011 wird das Unternehmen eine 100% Tochter der Volkswagen AG. 2021 hat die Porsche Holding über 670.000 Neuwagen verkauft. Innovationen im IT-Bereich und die Anpassung an die Elektromobilität sind entscheidend, um die 34.000 Mitarbeiter der Porsche Holding abzusichern. E-Mobilität ist unaufhaltsam. Es war ja noch eine Diskussion vor einigen Jahren, Elektro oder Wasserstoff, also das hat sich entschieden, eindeutig Elektro. Ja, das hat die Auswirkungen, dass wir eben im Prinzip versuchen, hier die Mitarbeiter entsprechend umzuschulen. Also wir hatten ja zuerst vor allem Mechaniker in den Werkstätten. Wir brauchen hier natürlich sehr viele Hochvolttechniker und also überhaupt Elektronikspezialisten. Wir versuchen natürlich hier, wie hier zum Beispiel mit MUN, entsprechend die Investitionen in die Ladeinfrastruktur zu erpushen oder hier Aufklärung und Service zu erbieten, um hier eben entsprechend dann auch die Autos mit Strom versorgen zu können. Insgesamt glauben wir, dass wir 2030 schon bei ca. 70% verkauften Elektroautos sein werden. Fahrzeuge werden in Salzburg zwar nicht produziert, aber in großem Stil verfrachtet. Lagermax ist in den Bereichen Autotransport und Logistik führend in Salzburg. Allein hier am Standort in Straßwalchen werden 800 Fahrzeuge pro Tag über die Straße oder die Schiene verteilt. Gemeinsam mit dem Standort in Wien ist Lagermax Österreichs Marktführer im Autotransport. Mein Vater hat sich schon in den 50er Jahren und 60er Jahren mit dem Autotransport damals beschäftigt. War natürlich ziemliches Neuland in dieser Phase. In einem normalen Jahr, wenn wir das Jahr 2019 hernehmen, da wurden in etwa 200.000 Fahrzeuge hier, Neufahrzeuge, aber auch Gebrauchtfahrzeuge hier über diesen Standort drüber geschleust und im Prinzip für ganz Österreich dann verteilt. Ausreichend Platz und gute Verkehrsverbindungen sind für Logistikbetriebe erfolgsentscheidend. Innovationskraft hält auch das Liebherrwerk in Bischofshofen am Laufen. Gegründet 1960 ist dieser Standort der Liebherr-Firmengruppe auf die Entwicklung und Produktion von Radladern ausgelegt. Hinter der sogenannten X-Power steckt ein ganzheitliches Radladerkonzept, dessen Herzstück ein leistungsverzweigter Fahrantrieb ist. Radlader sind dadurch nicht nur leistungsstark und robust, sondern auch treibstoffeffizient. Durch unser hydrostatisches Antriebskonzept erreichen wir im Vergleich zu unseren Mitbewerbern Treibstoffverbrauchsvorteile im hohen zweistelligen Prozentbereich. Und das ist Innovation, die wir auch in der Zukunft vorantreiben wollen.
Innovation zahlt sich aus. Liebherr erwirtschaftete 2021 am Standort Bischofshofen einen Rekordumsatz von über 800 Millionen Euro. Die Auftragsbücher sind voll, doch gestiegene Energiepreise, Fachkräftemangel und Lieferengpässe sorgen für Herausforderungen. Mehr Platz wäre auch nicht schlecht, so versucht das Unternehmen, bestehende Flächen zu verdichten und neue zu gewinnen. Von den meisten Industriebetrieben werden allerdings die Fachkräfte als der zentralste Faktor für den Erfolg eines Standortes beschrieben. Wir haben seit vielen Jahrzehnten eine Bedeckung mit Fachkräften, die ungefähr zu 95% aus dem Umkreis von 50 Kilometern um den Standort ihren Wohnsitz haben. Wir sind hier in Bischofshofen seit Jahrzehnten dafür bekannt, dass wir unseren Fachkräftenachwuchs in einem hohen Maße selbst aus- und auch weiterbilden. Ein Industriestandort braucht vier wesentliche Dinge. Zum einen ausreichend Platz, zum anderen flüssige Verkehrswege wie etwa in der Logistik oder im Automobilsektor. Die Verfügbarkeit von Energie ist der dritte Faktor, der vor allem beim Abbau und der Verarbeitung von Rohstoffen oder in der Fertigung entscheidend ist. Der für Salzburg wesentlichste Faktor ist allerdings die Verfügbarkeit ausgebildeter Fachkräfte. Heute ist die Industriellenvereinigung Salzburg in diesem Bereich sehr aktiv, denn Bildung ist der Schlüssel. Weil es eine ganz entscheidende Frage für die Standortqualität ist. Wie gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finde ich vor Ort? Da geht es uns vor allem um Ausbildung im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, schon bei den Jüngsten. Wir haben die Spürnasenecken, wir haben die MINT-Schulen, wir haben die IT-HTLs, die wir gefördert und gefordert haben, zum Beispiel im Pongau. Und ganz wichtig auch eine enge Kooperation mit den Universitäten. Ich glaube, da ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Vernetzung, Forschung und Entwicklung zwischen Unternehmen und Unis und den Uni-Standort an und für sich stärken, auch im Bereich der Naturwissenschaften, eine ganz wichtige Aufgabe. Ein Beispiel dafür, dieser technische Universitätslehrgang, den wir gemeinsam mit der TU München und mit der Landesregierung auf den Weg gebracht haben. Salz und Edelmetalle haben das Erzbistum mitunter reich gemacht. Doch Salzburgs Industriegeschichte ist über den reinen Export seiner Bodenschätze hinausgewachsen. Durch Internationalität und Innovationskraft zeigt Salzburg ein neues Industrieprofil. Klasse statt Masse. Man hat auch einmal überlegt, wie der Goldpreis stark gestiegen ist. Man sollte in Österreich wieder Gold abbauen, bis man drauf gekommen ist, wenn man da zu schürfen anfängt, kommen so winzige Mengen, dass es sich das nicht auszahlt. Daher hat sich zwangsläufig unsere Industrie von den Rohstoffen entwickelt zu den Halbfertig- und Fertigprodukten. Und wir haben uns viel mehr spezialisiert, viel mehr Fachwissen, viel mehr Fachleute. Und wir sind ja heute international für gewisse Produkte Spezialisten, die auch weltweit Geltung haben. Wenn wir bei den Grundstoffen geblieben wären, wären wir weg vom Fenster. Wir wollten niemals die verlängerte Werkbank dieser Welt sein, da sind wir auch nicht wettbewerbsfähig. Dafür sind die Lohnkosten, die Lohnnebenkosten vor allem zu hoch. Das heißt, wir müssen in Produkte gehen, wo wir eine hohe Wertschöpfung erzielen können. Und diesen Weg sind wir gegangen. Und das Bild von der Industrie mit rauchenden Schloten, das hat sich schon stark verändert. Heute ist es ein hochqualifizierter Facharbeiter, der vom Computer sitzt, der die Industrie in Wahrheit am besten symbolisiert. In Salzburgs Industriebetrieben sind 61.000 Personen beschäftigt. Die Produktionswirtschaft macht stolze 25% der Wertschöpfung im Bundesland Salzburg aus. Das ist fast so viel wie der Handel und der Tourismus zusammen. So gesehen ist das Tourismusland Salzburg ganz schön industriell.